Hallo ihr Lieben und schon wieder einmal sage ich ein ganz herzliches Willkommen, denn ich habe für euch die 25. Ausgabe Eure Fragen, meine Antworten. Es ist eigentlich eine Fortsetzung von der 24. Ausgabe, in dem wir ja über Garne gesprochen haben, aber es sind zwischenzeitlich so viele Fragen und auch Antworten von eurer Seite gekommen, dass ich mir gedacht habe, ich greife das Thema ganz einfach nochmal auf und vollständige so das eine oder andere, was ich euch bereits in der 24. Ausgabe gesagt habe. Aber zu Beginn hauptsächlich ganz herzlich willkommen heißen möchte ich nicht nur alle, die in Deutschland und in Europa weit, die mich schauen, sondern besonders hat mich die Nachricht gefreut und der Kommentar von Down Under, von Sydney. Es war der Kommentar von Yannick. Und deshalb schicke ich heute ausnahmsweise mal ganz, ganz spezielle Grüße, ganz liebe Grüße nach Sydney an Yannick. Aber kommen wir nun zum Thema Garne. Ja, ihr seht schon, ich habe wieder mal ein bisschen was hier zurechtgelegt für euch, um das eine oder andere zu sagen. Vor allen Dingen möchte ich heute auch auf das Garn für die Overlock und die Coverlock ein bisschen eingehen. Aber zuerst sage ich mal Danke an Sabine und auch an Matthias. Denn solltet ihr die Kommentare von den beiden nicht gelesen haben, sie haben euch natürlich den Vorschlag bzw. den Tipp gegeben, wer sich wirklich ganz genaue Farbtöne kaufen möchte, und das ist nun mal schwierig, das online zu bestellen, der kann sich bei den großen genannten Firmen eine sogenannte Farbkarte kaufen. Die ist nicht ganz so billig, die kostet meistens so zwischen 15 und 20 Euro. Aber da habt ihr wirklich die zum Zeitpunkt alle verfügbar möglichen Farben, die auch nicht nur als Farbe gezeichnet sind, also kopiert sind, sondern da ist wirklich Garn auf dieser Farbkarte, jede Farbe einzeln mehrfach umwickelt, damit man, sagen wir mal so, auf einen Zentimeter Breite ungefähr wirklich die Farbe ganz genau erkennen kann und kann sie mit seinen Stoffen vergleichen, um genau den richtigen Farbton dann zu bestellen. Dann möchte ich auf Irmgard zu sprechen kommen. Sie hat gesagt, je größer sie eine Garnrolle hat, desto mehr scheint dieses Garn bei ihr zu reißen. Also das liegt mit Sicherheit nicht an der Größe der Garnrolle, möchte ich jetzt mal sagen. Denn da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, warum reißt mir nun ein Garn? Und da möchte ich generell bei den normalen Rollen einen Tipp geben. Ihr seht ja grundsätzlich, wo ganz genau die Beschriftung drauf ist bei den Garnen. Und wenn man in der Eile ist oder das auch nicht weiß, dann kann es sein, dass man die Garnrolle auf den Kopf stellt, nenne ich das mal. Man glaubt zwar, das ist kein Unterschied, aber glaubt mir, es ist ein Unterschied. Es kann manchmal daran liegen, wenn man nur mal die Garnrolle rumdreht, damit unbedingt immer das Geschriebene oben ist, also dass sie nicht auf den Kopf steht. Alleine das kann schon manchmal bewirken, dass das Garn nicht reißt. Und natürlich kann man unbedingt mal sich auch seine Nadel angucken. Die hat eventuell eine kleine Krümmung oder ist stumpf oder hat einen ganz winzig kleinen Haken an der Nadel dran. Auch das wiederum kann zu einem Fadenbruch führen. Wie kann ich nun meine Nadel checken, ob meine Nadel wirklich noch in Ordnung ist oder ob ich meine neue einsetzen sollte? Logischerweise, man kann sie rollen. Auch die, die an der Seite bei den Haushaltsmaschinen ist das ja so, dass eine flache Seite bei der Nähnadel ist, bei der Maschinennadel. Aber der andere Teil, der eben nicht abgeflacht ist, den kann man ja so leicht auf der Fläche, also einfach auf den Tisch legen und mal hin und her rollen. Und das sieht man das auch, wenn man so dagegen schaut, horizontal dagegen schaut, ob die wirklich noch gerade ist. Ansonsten sagen, ich habe jetzt gerade keine Nadel hier, mal angenommen, das wäre eure Nadel. Wenn ihr mit dem Nagel, mit eurem Nagel, mal einmal von oben nach unten an der Nadel entlang streicht, bleibt man manchmal unten an der Spitze. Das sieht man gar nicht, da bleibt man plötzlich hängen. Da weiß ich dann, meine Nähnadel hat da einen Haken, also muss die raus, die muss ausgetauscht werden. Ist überhaupt keine Frage. Und dann gibt es noch einen Trick, wenn ihr die Nadel mit dem Schwungrad ganz langsam
mal in die Stichplatte reindreht und dann achtet mal drauf, geht die Nadel wirklich ganz genau mittig in die Stichplatte rein oder ist sie irgendwie seitlich zu nah an einer Seite dran? Denn auch das kann mir ansagen, dass irgendwas vielleicht mit der Nadelstange nicht in Ordnung ist. Oder natürlich, es kann auch wieder sein, dass sich die Nadel bei irgendeiner Näharbeit etwas verkrümmt hat und deshalb zu nah an den Seiten dran ist und mir dadurch der Faden reißt. Also, die Nadel sollte unbedingt ganz mittig in die Stichplatte einstechen, wenn ihr am Nähen seid. Dann schreibt die Gisela, sie hat Garn vom Discounter gekauft, dass sie auch immer wieder reißt und sie sich jedes Mal darüber so ärgert und sie möchte die am liebsten wegwerfen. Gisela, das würde ich jetzt nicht unbedingt tun. Mach doch ganz einfach so, wenn du dir wirklich anderes Garn kaufst, werf das nicht weg. Erstens kannst du das Garn nehmen, auch wenn du mal was mit der Hand nachzunähen hast, oder du kannst es auch für die Spule verwenden. Denn bei der Spule, da reißt ja ganz, ganz selten ein Faden und mit Sicherheit ist das Garn auch noch in Ordnung, denke ich mir. Von daher, verwende das Garn, das du jetzt glaubst, dass dir oben immer am Reißen ist, verwende das für die Spulen. Mit Sicherheit wird es da in Ordnung sein. Die Irene fragt, wie ist das mit alten Garnen? Können die austrocknen? Ja, wenn es ganz alte Garne sind, die schon wirklich, was weiß ich, 30 Jahre liegen, dann kann das mal sein, dass die austrocknen. Auch das kann natürlich dann zu einem Fadenbruch oder einem Riss führen. Aber da gibt es wiederum eine kleine Abhilfe, wer das möchte. Es gibt ein Fadenöl, das ist ein Silikonöl. Das gibt es als Spray und das gibt es auch direkt als Öl in so einem kleinen Kännchen. Und das haben wir früher so gemacht, wenn wir Probleme mit den Garnen hatten, haben wir dann einfach hier im oberen Bereich einen ganz kleinen Tropfen auf vielleicht 2 oder 3 Seiten hingesetzt, damit das langsam in das Garn einsickern kann und das wiederum verhindert diesen Fadenbruch, diesen Fadenriss. Also Silikonöl speziell für Fäden, für Garn, für Nähgarn. Wenn ihr das so in Google eingebt, Fadenöl, dann werdet ihr das finden, bin ich mir ganz sicher. Und Christa, du schreibst, Christa aus Schweden, ja, dich hätte ich ja auch extra noch erwähnen müssen und begrüßen können, aber ich habe ja Europa gesagt, ja, bist mir nicht böse. Du schreibst, dass bei deinen Garnrollen die Garnstärke nicht lesbar ist oder nicht sichtbar ist. Also da steht natürlich nicht da Garnstärke. Ich kenne also jetzt, um ganz ehrlich zu sein, ich kenne keine Garne, wo das nicht angegeben ist. Deshalb schau noch mal genau nach, denn eigentlich steht da nur eine Nummer. Und zum Beispiel hier bei diesem, das ist eine 30er Stärke, das wiederum ist eine 120er Stärke, aber da steht nur der Name da und dann 120, das ist nicht der Farbton. Der Farbton, der steht dann wieder an einer anderen Stelle, hier Color, und da steht es dann auch da, dass das die Farbe 714 ist. Aber wie gesagt, für die Stärke steht da eigentlich nicht Stärke davor. Deshalb schau dir deine Rollen bitte nochmal ganz genau an. Also ich denke schon, dass da die Stärke drauf angegeben ist, denn das wäre ja, also kommt mir schon komisch vor, auch wenn du sagst, das ist von Güter und den Männern. Schau nochmal genau hin, würde ich sagen. Und damit komme ich jetzt eigentlich auch schon an die anderen Garne, die ihr hier schon rumliegen seht. Nämlich das sind alles Garne, die ich für meine Overlock- und Coverlock-Arbeiten nehme. Natürlich nehme ich auch manchmal 100er, 120er Garn von einer normalen Rolle. Das passiert, wenn ich zum Beispiel eine ganz ausgefallene Farbe zu verarbeiten habe und der Stich ist wie bei einer Coverlock jetzt sichtbar. Dann nehme ich schon mal normale Rollen. Aber im Normalfall habe ich diese Konen, so nennt man diese größeren oder ja, so nennt man eben diese Garnrollen hier, das sind Konen. Und ihr seht schon, auch da wieder gibt es natürlich verschiedene Stärken. Das geht bei 200 los, das ist die Stärke 200:2. Das ist also wirklich ganz, 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 ganz dünn. Dann geht es hier etwas dicker auf 180 hoch, dann auf 120. Es gibt auch 100, da habe ich jetzt hier gerade keins stehen. Hier habe ich sogar ein 220er, also nochmal dünner wie dieses da.
Und diese Garne sind alle super, super, und die laufen auch auf den Maschinen ohne Reißen. Ich hatte es zwar schon mal, dass selbst bei so einer Rolle in der Rolle selbst Knoten waren im Garn, die nicht jetzt beim Abrollen passiert sind, sondern die wirklich im Garn waren. Aber das gibt es, so wie auch in einem Stoff mal ein Fehler eingewebt sein kann, gibt es das natürlich auch mal bei den Garnen, aber das ist ganz, 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 ganz selten. Deshalb, das sind die Garne, die ich für Overlock und Coverlock über alles liebe. Natürlich gibt es dann noch die Bauschgarne. Die Bauschgarne ist nochmal eine ganz andere Geschichte und die füllen natürlich. Wenn ich jetzt eine Candlenaht habe, wo es so aussehen soll, als hätte ich ein richtig dickes Garn da verwendet, und wenn ich da ein Bauschgarn nehme, das sagt ja schon das Wort, das bauscht sich quasi auf, dann füllt das sehr. Was ich allerdings dazu sagen muss, ich nehme diese Bauschgarne nie für die Nadeln, sondern nur für die Greifer. Denn bei den Nadeln reißen die Bauschgarne sehr, sehr gerne. Also für die Greifer ist das überhaupt kein Problem, da laufen die meistens sehr gut. Und das ist ja auch nochmal eine andere Stärke, das sieht man ja auch hier nochmal. Es sind immer 10.000 Meter auf diesen Rollen drauf, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Und dann ist das zum Beispiel bei diesen beiden, ist das jeweils ein 80er, aber das ist jetzt nicht wie das 80er von unserem normalen Nähgarn. Das ist eine ganz andere Nummer durch diese bauschige Geschichte. Man kann das Garn auch richtig aufdrehen, dann sieht das fast aus wie ein Garn, mit dem man häkeln könnte oder stricken könnte. Also wie gesagt, bei dem empfehle ich es für die Greifer zu nehmen, aber nicht für die Nadeln, für den oberen Bereich. Aber schauen wir uns das jetzt gerade nochmal an meinen Maschinen selbst an. Hier zum Beispiel seht ihr jetzt meine Safety, oder ihr nennt sie Overlock. Safety hat den Grund, dass ich da eine 1 cm Sicherheitsnaht habe und dann die Candlenaht ein solches. Und da habe ich 5 Fäden, mit denen ich arbeite, und hier seht ihr meine verschiedenen Konen, die ich da drauf habe. Das sind sie, und damit bin ich super zufrieden und glücklich, und die schnurren mir und die laufen. Und was auch bei diesen Konen und diesen Maschinen ja der Fall ist, man braucht ja nicht so viele Farben, denn die meisten Nähte von der Overlock sind ja im Innenbereich, und da komme ich mit 3-4 Farbtönen eigentlich für alle möglichen Arbeiten gut mit aus. Und da werfen wir noch einen Blick auf meine Babylock, die ich hier stehen habe. Auch da seht ihr, habe ich jetzt meine 5 Fäden da gerade eingefädelt und habe auch wieder diese Konen drauf, weil die ganz einfach fantastisch laufen. Und ihr seht da ein bisschen einen Mix, weil da hatte ich einen Stoff gerade verarbeitet, der einen grau-beige-Ton hatte, aber ganz hell. Und dann mische ich die ruhig, denn das ist alles im Innenbereich und das passt sich dann wunderbar den Farbtönen an, so wie ich es ganz gerne gehabt hätte. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon wirklich für Overlock-Garne und Garne nochmal allgemein, um da nochmal einen Zusatz zu sagen. Ein anderes Thema ist noch angesprochen worden. Es war Karen, die in den letzten Tagen geschrieben hat, von meinem Shirt, das ich anhatte mit den Flügelärmelchen, dass ihr das so gut gefällt, aber sie hat Bedenken, sie bekommt das nicht hin. Hey, du kriegst das hin. Was soll denn das? Du glaubst, du kriegst das nicht hin. Glaub mir, es ist so einfach. Trau dich daran und mach das ganz einfach. Okay? Und noch ein anderes Thema will ich hier ruhig auch noch anschneiden. Ich glaube, es war in dem vorletzten Video, das ich euch gezeigt habe, zu euren Fragen meine Antworten, wo es darum ging mit dem Fadenlauf und wo ich gesagt habe, habt doch ganz einfach Mut, auch etwas schräg zu nehmen. Und da habe ich gerade in Zeitschriften, die gekommen sind, 2 schöne Beispiele gefunden, dass man nicht immer alles im Fadenlauf machen muss. Bei diesem Kleid seht ihr es hier. Mit Sicherheit ist das gesamte obere Teil im Fadenlauf gemacht worden, aber der kleine Saum, der quasi unten rauskommt, oder so sieht es aus, ist wahrscheinlich angenäht, kann man jetzt hier auf dem Bild nicht ganz genau erkennen, wie es verarbeitet wurde, aber das ist natürlich genau in die andere Richtung genommen worden. Und bei diesem Teilchen ist es ja noch besser zu zeigen. Da ist mit Sicherheit der Fadenlauf so, also mit der Streifen ging quer bei diesem Stoff, aber für das Oberteil
Ist das schon mal schräg genommen worden? Und dann für den Taillenbereich nochmal in die andere Richtung. Also ihr seht, das sind ja nicht drei verschiedene Stoffe mit verschiedenen Fadenläufen, sondern der Stoff, das Muster, läuft quer und ist dann nur anders zugeschnitten worden. Und allein dadurch bekommt man so einen tollen Effekt. Stellt euch vor, das wäre alles in eine Richtung geschnitten worden, das wäre langweilig. Und so bekommt das Kleid wirklich eine besondere Note. Das ist auf alle Fälle meine Meinung. Und jetzt denke ich, habe ich die letzten Fragen von allen letzten Kommentaren beantwortet. Ja, meine Lieben, kurz und bündig, das war's bereits für heute. Und ich sage wieder einmal Tschüss, freue mich wie immer auf eure Kommentare und vor allen Dingen auch die Hilfe, die ihr euch gegenseitig mit euren Kommentaren und Anregungen gebt. Ich sage Tschüss, bis bald wieder, eure Lilo.